Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Leech TD 2 im 4 gegen 4 Modus. Gehen als Mastermind rein. Holy shit. Double Super Fiesta mit Gegenangriff. Dass es schon zwei Fiestas gibt, werde ich jetzt nicht Fiesta nehmen. Das ist klar. Gehen als Burg rein. Welcome. Nova. Lass mich mal überlegen. Den nehmen wir schon mal nicht, weil dann haben wir nur den als fliegende Einheit. Das bringt nicht so viel. Können den Albtraum noch mitnehmen? Ein Casket könnte man, aber braucht man nicht unbedingt am Green Devil. Das sieht schon ganz gut aus. Das nehmen wir so. Und wir machen einen Albtraum-Start. So machen wir es. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, wenn die beiden rechts von mir Super Fiesta genommen haben. Da muss ich ein bisschen was mithalten. Meine Pyro links, der wird schon einiges halten, ist kein Problem. Drüben auch ein Pyro. Der wird nicht Super Fiesta genommen haben. Auf keinen Fall. Aber das reicht für uns, dass wir noch einen fünften Worker holen können. Durch Super Fiesta. Das ist krass. Wir könnten jetzt hier einfach den Einzelnen hinstellen. Fünf Worker sind schon stark, die man dadurch Super Fiesta kriegt, obwohl ich einen Albtraum gebaut habe. Wie gesagt, da ist der Pyro. Da wird nicht so viel passieren. Der ist durch, der wird auch durch sein. Und der hat gehalten, der auch. So, hau ab, du Scheißfliege. Ja, ich habe eine Fliege im Zimmer. Sollte es voll und ganz ausreichen. Der Albtraum wird es schon machen. Gargoyles am Start. Turtle weg. Fertig. Worker rein. Oh, die haben schon sieben alle. Ja, wir können uns auch einholen. Wir haben Albtraum für nächste Runde. Da können wir uns gönnen. Na, diesmal halten die. Super Fiesta ist schon gut, auch für die Leute, die jetzt nicht Fiesta spielen. Also für mich. So, machen wir das. Dann können wir hier dann den Dark Mage draus machen. Stichschaden haben wir hier genug mit ihm und mit ihm. Ja, sollte klar gehen. Mit der Kohle.
Oh, der Pyro hat ganz schön was abgekriegt. Oh, da geht schon an den King ran. Bonusgold, jawohl. So, Dark Mage. Können wir dann ruhig noch ein paar mehr davon machen. So sieht das gut aus. Auf 6 schicke ich dann was für den Pyro rein. Einen Grawl platziert. Na, ja, das wird knapp. Das schaffe ich nicht. Das war zu stark für mich. Mit meinem minimalen Schaden von dem Dark Mage. Da drüben ist aber auch durch. So. I am not fat. I'm a little bony. Yes. Im besten Fall erstmal so. Auch 3 Robos gekriegt. Jawohl, Dark Mage macht den Albtraum noch fetter. Warten auf den Bazookas Platz hier hat. Die nächsten Waves werden einfach für mich mit meinen Gargoyles und dem Albtraum. Alter. Sieht aber nicht so gut aus mit der Verteidigung. Aber auf beiden Seiten. Wir haben unseren King aber schon besser aufgewertet. Was ist denn hier los, mein Kätzchen? Kommst du mal gucken? Ah, hat einiges an Bazookas gebaut. So, nächste Runde. Hallo Katze. So, Turtles reingeschickt. Sollte mir aber egal sein. Können wir noch mehr Worker bauen? Zack. Kanonieren reinschicken. Also weil ich es kann. Turtle kommt nicht noch mit raus. Schade. So sieht das doch schon vernünftig aus. Turtle mit rein.
Hat schon den Wächter der Meere gebaut. Oh, da komme ich durch. Auch wenn es nur wenig ist, es reicht. Ich habe schon mega viele Worker, aber es ist halt so risikoreich. Das müsste eigentlich komplett sein. Mega viele Bienen. Mega viele Atome. Wieder Turtles geschickt. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Und nicht klonen, das sind Dark Mage ist gut, weil die machen die Attack Speed fetter. Oh, da haben drei durchgelassen, nur einer hat gehalten. Und der eine ist sogar meiner. So, wir bauen noch einen Albtraum hin. Und dann sollte das reichen. Albtraum hält hier die 10 immer ganz gut. Noch eine Echse rein. Nur keine Kanone am Start. Ich bin ganz unten, weil ich nicht so viele Worker brauche. Aber irgendwie muss ja einer ein bisschen halten. Okay, es hängt. Jawohl. Wir rollen mal. Ich hätte gern magischen Schaden gehabt, aber dann eben nicht. Wir nehmen trotzdem Gegenangriff. Ja, dann müssen wir den mit magischen Schaden upgraden. Und dann mache ich hier noch einen Dark Mage hoch. Gegenangriff macht einfach am meisten Sinn. Wenn Überstunden okay, aber es geht sowieso bis zu den letzten und meistens mit Schutzengel. Naja, wenn einer abkackt, ist vorbei. Ich meine, dann belebt er sich halt wieder, aber weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Jetzt können wir Full Worker gehen, weil die nächste Runde Stichschaden haben wir genug. Das sollte gar kein Problem sein. So viele Bazookas, ey. Albtraum aufwerten.
fertig. For the clan. Blut mit rein. Golem hat er jetzt. Nach vorne stehen. Da haben wir noch Robo mit rein, da kriegt er ein bisschen mehr magischen Schaden ab. 400 kriege ich mittlerweile geschickt hier. Mimik! Ich hab's überstanden. Das habe ich überstanden. Jawohl, an den König. Wir hatten den jetzt mal hier auf. Aber ich bin nicht ganz so weit weg von den anderen. Jawohl. Sieht gut aus. Ja, der Oberbild, den man damit erhalten kann. Für die anderen. Die Superfiesta spielen. Von noch eine einzelne Echse. So, wir müssen Upgrades machen. Und das sollte reichen. Das sollte vollkommen reichen. Okay, Vulkankanone, drei Bäume. Hier sind nur Atome und Mana-Rösser. Hätte ich sie erst nach hinten gegangen, dann wieder nach vorne. 680 ist schon fett. Das werde ich wohl nicht halten. Das sind dann halt die Super Fiesta Leute, ne? Blaue. Die juckt das überhaupt nicht, ob die verkacken. Und die holen mega viele Worker. Dadurch natürlich. Man ist schon um die 80. Ich versuche ja noch alles zu halten.
880 auch reingeknallt. Der hat zu viel Power. Plus 300. Ich habe auch plus 300. So ist es nicht. Albtraum aufwärts. Was können wir den mal platzieren? Ja, können wir machen. Auf 17. Stichschaden ist sowieso gut. Aber die kacken halt mega ab. Also jetzt ist eigentlich die Wave für mich. Weil die Bazookas dann nicht so viel Schaden machen. 1000, ey. Schickt auch jedes Mal einen scheiß Mimik mit. Ich habe es ganz gut abgewehrt. Mega Zeus, ey. Ja, Stichschaden habe ich gar kein Problem, da habe ich auf jeden Fall genug. Ja, trotzdem hier noch mal. Locker aufbauen. Jetzt geht's los hier. Einfach zu fett mit den Teilen, die er hat. Plus 500. Abgewehrt. Auf Tour. Kann ich so nicht verkacken. Mit meinem wenig magischen Schaden übst die Hexen! Oh, gut, dass ich ihn runter reduziert habe, so gut es ging. Ich glaube, ich muss dann Belagerungsmaschinen schicken und sowas. Um das Optimum rauszuholen. Not enough gold. Ja, ich bin ganz gut dabei. Sechs fette Vulkankanonen, mega Bäume,
1660. Hallo, die scheiß Mimics jedes Mal. Nahrungsmaschinen. Oh, sieht gut aus für mich. So sieht's aus. Ich glaube, die Geisterritter wären sowieso besser gewesen. Also habe ich ein paar Belagungsmaschinen mit reingeschickt. Drei Einigkeiten noch mit raus. ...2100 von mir geschickt bekommen. Ja, die Frontline ist so schnell tot, das... Das hat er die alle zu Pyros gemacht. Oh, holy shit. Und die Dark Mages dann nochmal aufbauen, macht Sinn. Damit ich den Attack Speed von denen erhöhen kann. Ja, alles Pyros und... Also ich brauche magischen Schaden und Aufprallschaden viel. Die Stich. Also Kraken machen Sinn. Kraken, machen Sinn für die Pyros auf jeden Fall. Dann brauche ich aber trotzdem noch magischen Schaden irgendwo. Weil holy shit. Durch magischen Schaden kriegen die sowieso mehr und die kriegen aber auch mehr Schaden. Ja, das ist brutal, was da rumsteht. Das ist doch nicht normal. Dark Mage Armee. Wir hauen noch Yosoras rein. Okay. Ich bin auf jeden Fall gut dabei mit plus 2800. Ja, plus 5000. Holy shit. Ich bin ganz unten, aber ganz knapp nur. ...150 Worker. Das ist schon abartig. Die haben alle zu viel gebaut. Es würde keinen Sinn machen, jetzt auf diese Welle zu schicken. Auf nächste Welle sieht sogar auch schon ja schwierig aus, aber nächste Welle sollte gut sein.
Ich meine, jetzt sind wir auch noch fast alle mega viel drüber, außer jetzt hier. Und bei den Gegnern sieht es genauso aus. Ja, aber nächste Welle sind wir auf jeden Fall down. Wo sind diese scheiß Königsklauen? Wir machen sowieso das. Wir machen das. Wir machen Hexen mit rein. Ihn machen wir mit rein. Da kommt noch eine Hexe. Go, 3500. Centaur und Hexen. 3700. Der Flächenschaden ist einfach übelst krass von den Pyros. Und meine Kraken haben da ganz gut gegengehalten, aber die sind schon übelst schnell down gegangen. Dort halten, ich nicht. Oh, na, es wird knapp. Ja, es hängt manchmal. Liegt an meinem scheiß Internet. Aber uns haben auch welche gehalten. Und das jetzt hier nicht so viel. Das wird ein Sieg. Jawohl. Das war schon eine krasse Super-Fiesta-Runde von allen zusammen. Am Anfang übelst offensiv. Ja, die Worker übelst krass nach oben explodiert. Mit Gegenangriff noch mit rein. Klar, das will dann halt jeder zocken, ne? 400% gecovert. Holy shit, das war wirklich fett. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei Arno Videos mit vorbei. Das Like und Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.